Sie hat ein Leben. Und jetzt spuckt das noch so ein Kackding aus, bestimmt. Was macht der? Ja. Tot. Junge. Ja, bin tot. Das war's. Es ist vorbei. Ja. Okay, ich werde euch kurz zeigen. Ich werde jetzt hier den Doppelangriff machen. Doppelgriff machen. Für einmal die Super Soda. So. Damit ich erstmal plus 10 heile. Und zudem noch den Pilz. Damit ich nochmal 5 heile. Bisschen blöd für den Pilz, aber was soll's. Ja. Achso, was ich jetzt die ganze Zeit machen werde, ist fokussen, damit ich am Ende 4 Balken habe. Und das wird mir übelst weiterhelfen. Das hat mir vorhin so gefehlt. Und währenddessen lade ich hier auf, damit Gumbare gleich den Dude erledigen kann. Halt einfach beim Laufenden so ein bisschen. Okay, perfekt. Was ich jetzt tun werde, ne? Ja, gerade hat die Phase angefangen, übrigens. Ich werde Gumbario. Ja, Gumbario kann ich nicht mehr gebrauchen. Ich brauche ihn jetzt eigentlich nur noch für Scannen gleich. Für sonst brauche ich ihn eigentlich nicht. Ja, das ist jetzt doof. Egal, um ihn kümmere ich mich gleich. Ich habe jetzt zweimal die Möglichkeit, hier was einzusetzen, ne? Ich werde den Ruhigsteller als erstes einsetzen. Dass sie mir weniger Damage machen. Das ist schon mal ganz wichtig. Ja. So, Moment. Keine Ahnung, wie ich das zusammenstellen werde. Ob es wirklich eine riesige Folge ist oder schon eine neue. Jedenfalls. Jetzt tue ich die Dinger scannen. So. Jetzt habe ich ja alles fertig gescannt. Ich kann Gumbario gleich auswechseln zu Sushi. Werde ich das diese Runde machen? Nein. Nein, werde ich nicht. Ich werde diese Runde benutzen, um... Moment, wo war das? Hier. Um den Powerbox zu benutzen. Genau. So. Bam. Und dann will ich die nächsten beiden Runden mit Mario den Erdbebenhammer einsetzen. Dann sind die beiden down. Okay, nice, geblockt. So, in der Zeit werde ich auswechseln. Also erstmal Sushi auswechseln, damit ich nächste Runde mit Sushi angreifen kann. Jetzt Erdbeben und dann direkt danach nochmal Erdbeben. Und dann mit Sushi richtig draufhauen auf das Ding. Das ist jetzt der Plan, die Idee so. Problem ist nur, die Dinge existieren. Ansonsten, warte mal, ich habe eine andere Idee. Ich hab doch noch hier Dinger. Ah, ich brauche das eigentlich zur Erfrischung. Ach, kack drauf. Komm. Sternschauer. Ich muss das jetzt eigentlich machen. Diese Dinger machen 5 Schaden, wenn die mich treffen. Guck mal, ich blocke 4, aber es ist trotzdem 4 zu viel. So, sind die beiden down? Sind die beiden Köpfe down? Und wir machen trotzdem noch mal Schaden auf das Hauptding. Und Sushi macht jetzt den... Ja gut, Wasserblock ist auch jetzt nice, aber ich mach jetzt mal den Spucker. Okay. Bam! 8 Schaden. Nicht schlecht. Und erloschen. Wow. Wow. Damit habe ich eigentlich jetzt gewonnen. Und wie ich jetzt gewonnen habe. Oh mein Gott. Das ist wirklich der schwerste Kampf bisher gewesen. Ach du Heilige. Aber wir haben es geschafft. Schade. Schade. Aber ist okay, ist okay. Stimmt, wie mache ich jetzt eigentlich Schaden? Mit Erdbeben, ne? Andererseits, ich habe nicht mehr so viele BP. Ich fokusse. Da kann ich mich nächste Runde heilen. Schön. Nächste Runde kann ich mich heilen. Ah, du darfst nochmal. Mach, komm, mach. Yes! Das hat noch ein Leben! Nein, nein! Nein! Warte, wenn das Mutterding da oben down ist, kannst du mir doch dann nicht erzählen, dass die anderen beiden dann noch überleben. Oder? Okay, danke. Gott sei Dank. Ich hab's riskiert und es war richtig. Klatsch!
Alter. Dafür aber auch die meisten XP bekommen bisher. Ich hoffe, der Schatz ist es wert. Nun, so viel dazu. Jetzt steht nichts zwischen uns und dem Schatz, nicht? Lasst uns gehen. Okay. Wenn du meinst. Also, ich habe hier bereits meinen Schatz. Aber nicht das, was du als Schatz sehen würdest, sondern das, was wir als einen Schatz sehen. Guckt sie euch an. Sieht sie nicht süß aus? Yeah. Ich mein sammeln. Yeah, unsere fünfte Karte von 7. Und wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Außer das ist eine neue Folge schon. Mal gucken, wie ich schneide. Oder das nächste ist eine Folge. I don't know. Tief im brodelnden Bauch des Lava-Lava-Bergs pflückte Mario eine sehr eigenartige Pflanze und rettete Mister, vor einem feurigen Ende. Doch der Schatz, den Colorado suchte, muss erst noch gefunden werden. Wo könnte er wohl sein? Was ist das? Etwas Seltsames geht hier vor. Kapitel Ende. Ja, es gibt noch eine weiter. Es ist kein Ende. Oh oh. Mario, hier entlang. Wir müssen uns beeilen. Okay. Schnell, 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 schnell. Wie sie guckt, so Backer. Hey, der Schatz scheint nicht hier zu sein. Vermaledeit, wo kann er nur sein? Oh Gott, wird das jetzt so eine Indiana Jones Passage? Du musst loslassen, Indy. Du darfst den Schatz nicht nehmen. Wir werden alle draufgehen. Aha, der Schatz. Nein, ist es so eine Art Seestern? Oha, okay. Soll ich wieder abhauen oder was? Das reicht nicht. Das Abenteuer ist so lange nicht vorbei, bis der Schatz gefunden wurde. Ah, aber ja, natürlich. Vermutlich hat ihn diese schreckliche Feuerkreatur irgendwo versteckt. Ja, so muss es sein. Ich laufe rasch zurück und überprüfe das mal. Kollege? Was hat dieses Beben zu bedeuten? Wahrscheinlich gar nicht. Sicher nur ein paar Kinder mit Krachern und jetzt zum Schatz. Nein, warte! Oh, heiß, oh, heiß! Das ist doch Lava! Sie kommt näher, wir müssen fliehen! Nein, der Schatz ist doch hier! Ich weiß es! Mario, der Vulkan wird jeden Moment ausbrechen. Es ist viel zu gefährlich, den Weg, den du bekommen bist, wieder zurückzugehen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ich habe einen gefunden. Wir haben Controller die ganze Zeit vibriert. Voll cool. Ich spüre einen leichten Luftzug aus diesem Spalt in der Wand. Dahinter kann eine Höhle sein. Mario, kannst du diese Wand sprengen? Nichts leichter als das. Ich gucke jetzt den Creeper raus. Huhu, Bom. Das ist aber ein riesiges Loch in der Wand. Mario, schnell! Die Lava steigt! Okay, okay, los geht's! Jetzt musst du so einen Timer haben. 5 Minuten. Was wär's jetzt? So Zelda oder Resident Evil-like. Oh, ich wusste es! Endlich! Der Schatz ist greifbar nah! So nah! Ich kann nicht widerstehen! Bei den Sternen! Ich werde mein Leben für diesen Schatz aufs Spiel setzen! Alter! Spann dich mal! Warte mal, sie kann uns auch tragen. Wieso holt sie denn nicht den Schatz? Nein! Oh Mann! Mein Schatz! Nein! Der Schatz! Wo ist er? Platsch! Okay, irgendwo im Dschungel ist er. Okay? Crazy. Ich schätze, wir machen weiter. Was geht denn drüben bei Peach ab? Auf jeden Fall ist es bei ihr entspannender als bei uns. Hey, Twink, wollen wir uns doch mal von ihr rausstechen? Wollen wir es wagen? Prinzessin Peach, du bist so wagemutig geworden. Und ich dachte, du wärst so sanftmütig und zerbrechlich. Oh,
Ich bin zerbrechlich. Ich benehme mich wie eine wohlerzogene Prinzessin, so wie ich es von den Ministern gelernt habe. Ich bin gerne zerbrechlich. Okay, ich glaub dir, Peach, du bist eine Prinzessin. Aber egal, lass es uns tun. Okay, sehr interessante Gesprächsthemen hier. Ja. Deutscher Satz hat funktioniert. Yeah. Ich will die ganze Zeit so rumspinnen, wie es Mario macht, aber Peach hat den Orden nicht. Schwach. Okay. Beim unteren Bereich des Schlosses haben wir letztes Mal uns noch nicht überall umgeschaut. Das möchte ich dann jetzt nochmal nachholen. Es gab nämlich irgendwo noch einen Ort, wo wir nicht drin waren. Ich glaube, es war ganz rechts, oder? Ich glaube schon. Jedenfalls werde ich ja jetzt hingehen. Ja, hier. Hier waren wir noch nicht drin. Hä? Was, da wackelt was? Hallo? Ist da jemand? Ich schau mal. Hallo? Toad! Oh nein! Man hat mich gefunden! Wie? Prinzessin Peach? Ihr seid wohl auf! Den Stern sei Dank! Ah, du bist doch ein Toad aus dem Palast. Wie lange hast du dich denn hier schon versteckt? Ja. 7 Tage, 4 Stunden und 67 Sekunden. Schon seit Bowser hier ist, basically. Ich hatte solche Angst, dass ich in diesen Schrank gesprungen bin. Ich werde mich hier verstecken, bis Mario kommt und uns alle rettet. Ich habe mir so vor, als auch hinten im Schrank so ganz viele Boundy und so ganz viele Chips und alles. Hat gewartet, bis er rauskam. Hat die ganze Zeit Mario Kart DS gezockt. Prinzessin Peach, ihr solltet euch auch verstecken. Es ist hier viel zu gefährlich. Macht bitte nichts Unüberlegtes. Okay, ciao. Aber warum wackelst du denn so rum, Kollege? Ziemlich sass und auffällig. Fortuna Orden. In einem Notfall wird jeglicher Schaden halbiert. Not bad. Aber... Was bin ich hier? Ist die Frage... Ja. Wir haben ja übrigens kein Menü, ich kann nicht Start drücken. Das funktioniert hier nicht. So, wir schleichen uns an dem vorbei. War hier nicht die Küche? Da mussten wir letztes Mal, genau, einen Kuchen backen, aber hier ist nichts. Das war mal. Ich glaube, das hat jetzt keine Relevanz mehr. So, haut ab. Muss da durch. Als ob! Unlucky. Unlucky. Armin, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir schon mal die beiden Orden, die wir gefunden haben, hier reinlegen. Das sind alles so Notfallorden, sehe ich gerade. Okay. Nicht schlecht auf jeden Fall. Aber fragwürdig, dass alles hier ist. Aber gut. Okay. Jetzt müssen wir noch schnell nach unten. Nicht gesehen werden. Dankeschön. Okay, wo könnte es weitergehen? Links die beiden Türen. Könnte ich jetzt noch mal eben abchecken, ob da jetzt irgendwas sich verändert hat. Oder vielleicht muss ich auch mit dem Toad reden. Ach komm! Hilfe! Da kommen wir nicht rein. Ah, hier war nur eine Tür. Ich dachte irgendwie, hier wären zwei. Oder ist da hinten noch einen, den man nicht sehen kann? Weil da geht er ja gerade lang. Ne, ich glaub's nicht. Na gut, jedenfalls. Hier geht was ab. Hi! Oh, es ist Prinzessin Peach! Wie ist sie nur rausgekommen? König Bowser dreht am Rad, wenn wir sie nicht gleich auf ihr Zimmer zurückbringen. Eine Sekunde, krieg dich wieder ein, ja? Kein kurzer Panik, sie kann unendlich aus dem Schloss entkommen. Und wenn sie schon mal da ist, können wir sie ja fragen, ob sie an unserem kleinen Spielchen teilnehmen will. Sie wäre ideal und wir brauchen noch einen dritten Teilnehmer. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Okay, dann mal los. Prinzessin Peach, habt ihr mitgehört? Hier entlang bitte. Wir werden König Bowser nichts von eurer Flucht erraten, wenn ihr an unserem Spiel teilnehmt. Wir haben hier drüben schon alles vorbereitet. Was für ein Spiel. Und Twink versteckt sich. Okay, so halb. Ah nein, Prinzessin Peach! Pass auf, Twink, dass du nicht gesehen wirst. Wir sind in einer Gameshow. Das Koopa Corps präsentiert das 64 Trivia Quiz Finale. Ich bin ihr Gastgeber, Herr Hammer. Was geht hier ab, Mann? Lassen Sie uns gleich beginnen. Ich stelle Ihnen 10 Fragen. Wer die meisten richtigen Antworten hat, ist der Gewinner.
Hey, das ist einfach nur eine Abklatsche von Chrismore. Drücken Sie A, wenn Sie glauben, die richtige Antwort zu wissen. Wer hat das gesagt? Der Gewinner erhält einen fabelhaften Preis. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Oh, und noch etwas. Wir vergeben auch Preise für die Teilnahme. Also ist jeder Teilnehmer ein Gewinner. Bereit? Erste Frage. Wie lautet der Name des Endgegners im Vulkan auf Lava Lava Island? Also gut, Prinzessin Peach. Woher kann sie das überhaupt wissen? Es ist Gumpa. Ich weiß es. Es ist Gumpa. Das ist richtig. Also die Lava-Pflanze. Ja, genau. Und gleich hat es die nächste Frage. Frage 2. Wo hält Meister Schnaufula? Oh, es ist Mikey Tom. In den Blütenfeldern. Das ist richtig. Okay, weiter. Dritte Frage. Wer lautet der Name des kugelrunden Monsters, das man in den staubtrockenen Ruinen finden kann? Also gut, Prinzessin Peach. Du meinst den Chomp? Richtig. Das hat ein Klassik-Publikum. So, Sie haben noch eine Chance für ein Comeback. Vierte Frage. Wie erreicht man die Blütenfelder? Also gut, Spiky Tom. Man muss das Blütentor passieren. Das ist richtig. Es kann auch jeder gewinnen. Fünfte Frage. In welcher Person ist König Bowser verliebt? Also gut, Prinzessin Peach. Mario. Tut mir leid, das stimmt gar nicht. Prinzessin Peach wäre die richtige Antwort gewesen. Und jetzt aufgepasst. Sechste Frage. Was ist untrennbar mit den Blütenfeldern verbunden? Spiky John? Ich weiß es. Blumen. Das ist richtig. Die nächste Frage ist ganz leicht zu beantworten. Siebte Frage. Wie lautet der Name des wundervollsten, unbesiegbaren, einfach coolsten Kerls auf der ganzen Welt? Also gut, Prinzessin Peach. Mario. Bowser. Richtig, Bowser. Jetzt gut überlegen. Ich wollte nicht nochmal Mario antworten, weil wenn man das Gleiche sagt, das funktioniert nicht. Vertraut mir. Achte Frage. Wie heißen die Geister, die in und um den Nimmerwald leben? Peach? Yeah, Buhus. Richtig. Komm, da brauchst du das rein. Jetzt wird's schwierig. Neunte Frage. Wie lautet der Name des Bereiches südlich des Postamtes von Toadtown? Spiky Tom? Der Blumengarten. Das ist richtig. Ich glaube, es ist ja extrem offensichtlich, wie Kapitel 6 weitergeht. Und nun zur letzten Frage. Ruhig, Blut. Frage 10. Wo befindet sich derzeit der Pilzpalast? Peach? In Bilba City, im tiefsten Wasser, auf Bowsers Festung? Richtig! Wer hat gewonnen? Oh mein Gott, ich weiß es! Das 64 Trivia Quiz Final ist hiermit beendet! Und zwar mit einem riesen Erfolg! Der Sieger ist, wow, unser unerwarteter Gast, Prinzessin Peach! Gratulation, Prinzessin, hier ist euer Preis! Gelee Royale! Na, auf das Snackchat 50 BP wieder? Wer zur Hölle hat in diesem Spiel 50 BP? Junge! Danke, dass Sie alle erschienen sind. Es war ganz großartig. Wir sehen uns beim nächsten Trivia Quiz Finale. War mal wieder auf deutscher Titel? Okay. Ja, danke, dass ich mitmachen durfte. Oh, Prinzessin Peach, fast hätte ich es vergessen. Hier ist euer Preis für die Teilnahme. Mutierschirm. Ein Schirm, den die Teilnehmer einer Quizshow erhalten. Warum kriegen die alle einen Damenschirm? Okay. Das ist ein Mutierschirm. Wenn ihr jemanden ansieht und B drückt, könnt ihr euch in diese Person verwandeln. What? Ihr müsst aber versprechen, dass ihr mit seiner Hilfe nicht im Palast herumschleicht. Ich meine, niemand würde euch als Prinzessin Peach erkennen. Stellt euch vor. Tut mir leid, dass wir nur einen so geringen Preis für euch haben, Prinzessin. Aber ist ja nur der Preis für die Teilnahme. Also, was erwartet ihr? Oh oh. Was ist denn hier los? Ich hab Prinzessin Peach in den Fernsehen gesehen. Hey, das sieht ja lustig aus. Ich will auch mitmachen. Ja. Okay, ciao. Was? Ihr seid schon fertig? Ach, was für ein Pech. Ich wollte doch der Gast sein. Ah! Prinzessin Peach, was machen Sie hier? Sie hat sich schon wieder fortgeschlichen. Ja, ihr bringt Prinzessin Peach sofort zurück auf ihn Zimmer und sofort. Ja, ja, was? Verzeihung, Prinzessin Peach.
Nein! Tja. Aber hey, wir haben irgendwas Neues bekommen. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Apropos merken. Oh, weh mir. Mein schöner Schatz. Was sagst du da? Keine Teil der Welt ist so wertvoll wie das Leben. Sei immer, dass du entkommen bist. Unfassbar, diese Insel wurde einer schrecklichen Gefahr ausgesetzt, weil Bosses-Leute am Werk waren. Aber bald wird das Beben abflauen und Lava-Lava-Island wird wieder zu dem Paradies werden, das es vorher war. Aber... Lieber Mario, du hast nun schon 5 von uns gerettet. Nur noch ein paar mehr. Ja, versteht ihr, ein paar wegen 2 Leuten. Mein Name ist Mister. Lass mich dir deine Kraft leihen, die dir auf deinem Weg helfen wird. Was kriegen wir für die Ability? Mario Sternkraft erhöht sich auf 5. Perfekt. Und wir kriegen die Kraft Himmelskuss. Himmelskuss haucht wieder Leben in erschöpfte Helden? Was soll das denn heißen? Ich muss nur in den Sternhafen zurückkehren, aber wenn du mich brauchst, dann kannst du mich jederzeit rufen. Ich werde über dir wachen und für deinen Erfolg beten. Schon bald wirst du die Prinzessin wiedersehen. Hab Vertrauen, Mario. Nochmals vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Wir sehen uns bald. Ciao. Oh, ich war so nah dran. Der Schatz. So nah. Und dann muss ich mich auch noch von einem großen rosa Seestern ausschimpfen lassen. Verdammte Axt, ey. Ich kann das nicht mehr. Ach, Kumpel. So schlimm ist es doch jetzt nicht. Und hey, schau mal. Wir können ja einfach jederzeit wieder zurück. Oder? Oder nicht? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Es läuft hier so, aber bin mir nicht sicher. Okay, ich würde mich tatsächlich noch ein bisschen umschauen im Dschungel. Aber hat ja in der Cutscene gesehen, es gibt hier irgendwo den Schatz. Den können wir Colorado schnell holen. Yeah. Dafür brauchen wir Sushi. Vermutlich. Was machst du jetzt? Ah, der Schatz ist bestimmt in der Nähe des Vulkans zu finden. Meine Intuition sagt mir, dass es einen Weg geben muss. Ich glaube, es besteht eine geringe Chance, dass er bei der Eruption ins Freie geschleudert wurde. Am besten, ich schaue mich in der Nähe des Dorfs nach Hinweisen durch. Kumpel. Wir wissen schon, dass der hier ist. Es hat nur die Frage, wo er hier ist. Ich weiß es leider nicht. Also... werden wir uns einfach mal hier ein bisschen umschauen müssen, wa? Ja, aber wie fandet ihr jetzt Kapitel 5? Ich persönlich fand's ja ganz in Ordnung. Hatte auf jeden Fall seine Vielfalt, das fand ich sehr nice. Ja, der Boss war jetzt ein bisschen zu krank, finde ich. Einfach nur, dass der Damage-Output vom Boss so hoch war. Da musste man wirklich mit Taktiken agieren. Ohne Witz, ohne Items in diesem Spiel bist du komplett aufgeschmissen. Das war mal ein Challenge-Run, oder? Aber ja, ich fand alles in allem ganz nice. Nicht schlecht. Aber jetzt auch nicht mein Lieblings-Kapitel hier. Ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Ich glaube... ja. Ich gebe euch das. Ich suche mal ein bisschen. Ach so, stimmt ja. Könnt ihr mal fragen, ob der jetzt vielleicht wieder ready ist? Ah! Okay, wenn das im gleichen Bildschirm ist, dann ist es offensichtlich. Vulkanvase, ein Schatz aus den heißen Höhlen des Lava-Lava-Berges. Okay, also man muss sogar, glaube ich, hier wieder zurückkommen. Denn wir brauchen unbedingt die Hilfe von dem Sprössling da oben. Jetzt ist er ready. Man hat es nicht vorher bekommen, aber man soll ja nicht vorher schon zu Kapitel 6 gehen. Aber wow. Das war jetzt offensichtlich irgendwie. Ah, möchtest du Samen haben? Hab ich einfach vergessen. Tut mir leid. Ich bin so grüßig, dass ich einfach jemand anderes es gegeben habe. Ich glaube, er hieß Colorado oder so. Okay. Ich glaube, wir müssen mit ihm tauschen. Hallo? Jetzt. Okay. Wir sehen uns bei Yoshis Siedlung wieder zurück. So, Colorado, Kollege. Ich hab was für dich. Eine Vase. Das ist der Schatz. Mario, göttlicher Himmel, das ist der Schatz! Wie in aller Welt hast du... Nur, ne, ich glaube, das steht jetzt nicht zur Debatte. Du wirst ihn mir doch geben, oder? Warte mal, wie hat er eigentlich diesen Sprössling bekommen? Der muss ja dann im gleichen Bildschirm gewesen sein, wo der Schatz war. Wann war das? Na egal, hier.
Du gibst ihn mir? Ja? Oh, absolut wunderbar. Guter Mann, du bist wirklich das Salz in der Suppe. Ein Hoch auf dich. Ja, ich glaube, es ist nur gerecht, dass ich dir das hier als Dank überlasse. Der letzte Zaubersamen. Danke, Mann. Ein Knospi hat ihn mir gegeben, als ich die Gegend durchforstet habe. Ich bin mir sicher, dass es sich um einen besonders wertvollen Samen handeln muss. Aber ich habe kein Interesse daran. Jetzt, da ich den Schatz habe, erkläre ich dieses Abenteuer zu einem vollen Erfolg. Was für eine fantastische Expedition. Fantastisch mit PH, okay. Sie wird für immer in die Geschichte der Archäologie eingehen. Nun denn, alter Junge, lass uns verschwinden. Auf nach Towtown! Besser hätte ich es nicht sagen können. Wir hauen ab hier. Ich will ja nicht mehr sein. Obwohl, Yoshi ist übrigens sehr chillig. Aber in Towtown ist halt nur die Heimat. Die Heimat ist natürlich immer wieder schöner. Aber wir wollen nicht von den Fuzzies gejagt werden. Wir wollen keine Krankheiten mitnehmen. Schnell weg hier. Wuhu. Ah, wird zurück? Okay. Mit seinem süßen Blush dort. Alright. Oh, was ein spannendes. Was für ein aufregendes Abenteuer. Adieu, Lava Lava Island. Vielleicht werde ich eines Tages zu deinen Ufern zurückkehren. Hui! Nein, ernsthaft jetzt? Jups! Ja, ich hab's geschafft! Ich bin die ganze Weg hier geschwommen! Also gut, Maria, ich hatte jetzt so die Hucke gefallen, dass du es niemals... Was? Warte, wo gehst du? Warte, Maria, bleib hier! Komm sofort hier, du Hasenfuß! Ah, Scheiße! Idiot. Tja. Das wird wohl nix. Ich habe mich schon gefragt, warum es nicht skippen kann. Warum man ihn noch schwimmen sieht. Er ist aber ziemlich schnell im Schwimmen, vor allem so mit seiner Bauchklatscher-Taktik. Not bad. Muss ich schon Respekt zeigen. So. Der kleine Fisch. Und wir. Okay, guter Wal ist kein Fisch, aber. Was soll's? Boing, boing, boing. Alright. Dem Himmel sei Dank, wir sind da. Die Thunfischfährte ist etwas, das ich nicht mehr in Anspruch nehmen will. Trotzdem danke für die Fahrt. Ich stehe in deiner Schuld. Ich werde erstmal nach Cooperheim zurückkehren, um ein wenig auszuspannen. Meine Frau wartet sicher schon. Vielleicht werden sich unsere Wege wieder kreuzen, alter Junge. Cheerio! Bye! Ich glaube, bei uns kommt jetzt ein Kampf, oder? Ich werde mit dem schwimmen. So, Mario, diesmal gehörst du mir. Ernsthaft? Du hast noch Kraft? Ja! Oh Gott. Der gibt ja gar nicht auf. Was ist mit der Perspektive hier los? Sieht so komisch aus irgendwie. Jetzt geht's uns! Mach dir was gefasst! Boah, Alter! Hälfte Leben weg. Oh nein! Ich hab fast keine KP mehr! Und das nur wegen der blöden Schwimmerei! Dann muss ich wohl ein paar meiner neuen Fähigkeiten ersetzen, um diese Schwäche wettzumachen. Passt gut auf! Mehr Kraft! Oh, ein Stachel, da kann ich mal auf ihn springen. Ich kenne all deine Kampftechniken, Mario. Siehst du mein Outfit? Der Stachel, die Flügel, du kannst mich jetzt nicht angreifen. Ich bin der klügste Kämpfer der Welt. Ich bin unbesiegbar. Unbesiegbar würde ich das jetzt nicht nennen. Na, aber ich habe den falschen Charakter. Ich glaube, Mario kann ich zwar vielleicht nicht angreifen, aber meine Freunde können das dafür. Mit der Ohrfeige! Bäm! Nein? Verdammt. Ich muss ihn doch mal scannen. Boah, da war 4 Schaden. Wahrscheinlich 5 sogar, wenn ich ihn nicht geblockt hätte. Okay, ich hole nochmal Gumbari raus. Ich muss ihn nochmal scannen.
das ist ja Junior Trooper. Er ist uns den ganzen Weg hinterher geschwommen. Der Junge hat wirklich Nerven. 40 KP, 6 Angriff, 1 Verteidigung. Er fliegt noch immer, aber jetzt hat er auch noch einen Stachel am Kopf. Du solltest nicht auf ihn springen. Er scheint etwas stärker geworden zu sein. Glücklicherweise scheint er aber auch ziemlich verausgabt zu sein. Wie war das? Wie viel? 1 Verteidigung, okay. Er ist sicher total erschöpft. Der kleine Kerl ist bis nach Lava Lava Island und zurückgeschwommen. Es ist besser, ihn aus der Entfernung anzugreifen, als ihn direkt zu attackieren. Das weiß ich. Okay, muss man das wirklich machen mit Sushi? Na, wen haben wir denn bitte sonst? Power Carry, aber den habe ich nicht gelevelt, also nein. Okay, spucken wir ihn ein bisschen an. Was, warum 5 Schaden? Hey, was zur... Darauf war ich nicht vorbereitet. Ist es überhaupt gesetzlich erlaubt? Junge, was machst du denn hier eigentlich? Denkst du, du bist gesetzlich erlaubt, was du hier machst? Idiot. Ja, was soll ich jetzt machen? Wir können den Himmelskurs ausprobieren. Oh mein Gott! 3 Balken zwar, aber regeneriert 20 KP. Ich brauche nie wieder Erfrischung einzusetzen. Ich meine, okay, Erfrischung macht nur 1 weg und ist halt auch BP, das ist ganz gut, aber wow. Das hätte ich sowas von gebraucht im letzten Kampf. Wow. Ja, was mache ich jetzt? Aussetzen, nichts tun. Entspann ich einfach. Konzentriere ich aufs Blocken, Mario. Oh Mann. Nein. Ja. So, nächste Runde ist er down. Und wir kriegen Verteidigungsboost, obwohl wir es gar nicht wirklich nötig haben. Wir werden sowieso danach ins Inn gehen. Aber okay. Ah, nur 1 Schaden. Nett. So, aber jetzt. Voll ins Auge. Ich kann nichts sehen. Ja, es hat perfekt gereicht für ein Level Up. Yeah, Baby! Und OP erhöhen wir. Oh, weißt du was? Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ich habe Flügel. Wenn ich einfach zur Insel geflogen wäre, hätte ich nicht meine ganze KP verschwendet. Dann hätte ich Mario im Handumdrehen besiegt. Ich bin so blöd. Good job. Und das gleiche sage ich auch zu euch, wenn ihr ein Like da lässt. Mit dieser komischen Doppelfolge. Und dann beim nächsten Mal geht's dann womöglich weiter mit Kapitel 6? Wow! Crazy! So, lass doch schnell auslachen fürs Outro. Guckt ihr euch an hier? Ah!